meine Damen und Herren, liebe Neuköllnerinnen, Neuköllner, ich darf Sie auch hier sehr herzlich auf dem Milchhof Mendler begrüßen und insofern darf ich erst einmal den Besitzern des Milchhofs Mendler sehr herzlich dafür danken, dass Sie diese Veranstaltung am Erntedanktag traditionsgemäß immer wieder durchführen und damit hier an dieser Stelle in Neukölln, in einem Bezirk, der sonst nur, ich sag mal, in interessierten oder sonstigen Medien negative Schlagzeilen macht, ein sehr positives Beispiel geben. Hier kann jeder sehen, wie Milch zustande kommt, wie Korn wächst und daraus dann irgendwo Brot wird und. Hier kann auch jeder sehen, wie Tiere leben. Und insofern nicht nur die lila Kuh, sondern die tatsächliche Kuh dann also selbst erleben. Und ich wünsche allen, die hier heute sind, bei dem schönen Wetter, viel Vergnügen, viele positive Eindrücke, viele Eindrücke, die sie mit ins tägliche Leben nehmen können. Und Frau Holzhüter hat schon gesagt, wir sollten ab und an auch mal Danke sagen. Ein Tag wie der heutige erinnert ja allein schon durch seinen Namen daran, dass wir Dank sagen sollten für das, was uns der Herrgott im Prinzip gegeben hat, wobei wir selbstverständlich mitwirken müssen, denn sonst von alleine passiert da nichts. Aber da wird eben deutlich, dass wir also nicht nur im Supermarkt einkaufen können, sondern dass wir es auch erleben, wie unsere Nahrung hergestellt wird. Und Familie Mendler, ich wünsche Ihnen für heute, auch für die Zukunft, viel Glück, immer ein glückliches Händchen bei der Zucht Ihrer Tiere, bei der Bewirtschaftung Ihrer Felder und für den heutigen Tag alles Gute. Liebe Gäste, liebe Besucher unseres Erntedankfestes, wir heißen auch meine Familie und ich herzlich willkommen. Und wir freuen uns, dass der Wettergott mitspielte und ich wünsche Ihnen allen viel, viel Spaß und viel Vergnügen. Ansonsten waren so wohltuende Worte meiner Vorredner, sodass dass mir eigentlich die Worte weiter fehlen, um nicht zu wiederholen. Dankeschön. Alles. Vielen Dank auch den anderen, die uns hier so nett und Bye.
feiern heute Erntedank auf Ihrem Milchhof. Ja, zum 15. Mal. Und ich muss Ihnen sagen, um ein bisschen Erinnerung dazu bringen, darzustellen, dass man auch danken kann und muss und nicht nur einfach überlegen, wo kommt die Stulle her, morgens auf dem Frühstückstisch. Ich wurde oft angesprochen von Kunden, die mich gefragt haben, wenn sie meinen geschmückten Erntedanktisch gesehen haben, ob ich Geburtstag habe. Also wie wenige machen sich darüber Gedanken? Ja, naja, nun ist es ja, der Städter, gerade der Berliner, hat ja über Jahrzehnte leider nur von ferne den Bauernhof sehen können, beziehungsweise hat gar keinen Kontakt dazu. Es sei denn, die wenigen Bauernhöfe wie der Ihrer. Ja? Also da konnte man sich ja schon mal sachkundig machen, nur wer tut das? Ja, das ist die Frage. Und daher finde ich einen solchen Erntedanktag, der ja über Jahrzehnte schon, fast Jahrhunderte gefeiert wird, ja, finde ich diesen doch sehr angemessen. Ja, und wir freuen uns auch über den regen Besucherstrom. Denn vorher geht das schon los, dass viele, viele Leute in unserer Stadt anrufen und fragen, findet das auch statt? Ich meine, es ist ja überall Erntedankfest, wenn man so will, dass sie gerade das hier am schönsten finden und zu uns kommen. Sind Sie schon immer hier in Rudow gewesen oder hatten Sie auch woanders Möglichkeiten? Nein, wir waren jahrelang in Schöneberg in der Steinmetzstraße ansässig und von Schwiegereltern her. Ich habe, als ich Flüge wurde, dort eingeheiratet bei Menders. Und ich muss sagen, da hatten wir keine Möglichkeiten, Erntedankfest zu feiern in dem Rahmen, wie es hier ist. Und Sie sind wann nach Kudo gekommen? Offiziell am 1. Dezember 1982. 1982. Und seitdem feiern Sie auch den haben Sie 15 Jahre, also dann machen Sie das seit 1985, den Erntedanktag. Ja. Ja. Nun hat sich ja der Ihr Markt etwas verändert. Es ist das Umland zugekommen. Und ich glaube schon, dass Sie es dann doch etwas schwerer heute haben. Oder macht sich das weniger bemerkbar? Also geschäftlich gesehen nicht, denn der Zuspruch ist gut und wir haben viele junge Leute auch, die zu uns kommen, kaufen aus den neuen Bundesländern, die gesagt haben, na, wir wussten schon, dass es sie gibt, denn Oma ist gekommen. Ja, Oma war Rentnerin, die durfte ja auch kommen und somithin möchte ich sagen, wir haben viele Kunden, die hier in den nahen Bezirken aus dem Umland zu uns kommen. Nun hatten wir Bauernhöfe nur an den Stadträndern. Also wenn ich mich erinnere, ich bin Jahrgang 44 und in der Nachkriegszeit, ja, da gab es zum Beispiel eine Molkerei in der Frangelstraße in Kreuzberg, eine kleine Molkerei, der hatte da wohl 5 Kühe und das lief relativ lange, bis in die 60er Jahre und musste dann aber aufgrund der sich verändernden Milchverordnung gestrichen werden. Ja, und so ist es heute natürlich noch viel strenger und die Überwachung ist sehr gestreng und groß, denn auch unser Betrieb wird veterinärmedizinisch überwacht. Mhm. In Schöneberg hatten wir den sogenannten Hinterhofkuhstall, von denen es 2000 Stück vor Teilung der Stadt gegeben hat. Und die waren an sich sehr gefragt und auch sehr beliebt. Und ich erinnere mich da als Kind noch daran, meine Mutter schickte mich zum Kuhstall, ich sollte Milch holen. Und was haben wir als Kinder gemacht? Die Milchkanne gedreht. Und dann hat es Plasch gemacht und dann hat es hinterher anständig Hinterfeuer gekriegt. Ja. Naja, das haben wir auch erlebt. Und noch zumal ich auch in meiner Kindheit, denn ich stamme aus einer Molkerei und als ich dann Flügge wurde, heiratete ich bei Mendlers ein. Und Sie sind heute die Chefin der Familie?
Ja, mit meinen beiden Söhnen zusammen leiten wir diesen Milchhof. Dann darf ich Ihnen für die Zukunft recht viel Glück wünschen und vor allen Dingen recht viel Gesundheit. Ja, danke schön.
Konzerte gegeben, das heißt, die Eltern durften uns lauschen. Die Eltern sind zwar jetzt auch hier, aber ich hoffe, dass noch mehr uns jetzt zuhören. Und zu Ihnen zur Information sei gesagt, dass wir seit einem Jahr zusammen spielen, im ganz normalen Musikunterricht. Die Schüler haben 2 Stunden Musikunterricht, zusätzlich 1 AG-Stunde. Das ist es. Sie üben fleißig. Und wir hoffen, dass dieser Auftritt uns beflügelt im weiteren musikalischen Tun und auch Sie beflügelt die Mountain. Das klingt sehr modern. Danach geht es einige Jahrhunderte zurück, ein Stück in Anlehnung an Johann Sebastian Bach. Und die weiteren Stücke werden wir dann auch ansagen. Thank you.